So ein scheiß Computer. Jedes Mal, wenn ich die Kisten auftrage, ist irgendwas. Aber jetzt bin ich gerade im Mailprogramm. Da schreibst du wieder, was heißt das, was ist Phishing? Ich pische euch in die Goschen. Ja, es trägt den Dreck. Ja, früher habe ich gerade probiert, ich wollte eigentlich heute ein Lil aufnehmen, ja. Da habe ich ein Audioprogramm. Ja, habe mich schon gefreut, sag, normalerweise ist es ein Klacks. Ich will euch das kurz nur zeigen, ja. Ich meine, das kennt ihr nicht genau. Da steht Audio-Recorder. Das ist so eine rote Kugel, ne? Die klickst normalerweise an, ne? Und kommt natürlich nichts. Immer nur, nehmt den Pfeil, das kleine, diese kleine Arschrosette, was immer nicht traut. Ich kenn mich da fast nicht vor. Okay, dann kommt dazwischen von dem Audio-Recorder-Programm. So, you need upgrade to Pro for use all recording features. Fuck you. Das klicke ich immer weg, ne? Und normalerweise poppt auf da eine schöne, so eine Schaltfläche halt des Audio-Recorders und die kommt natürlich nicht. Und jetzt habe ich da unten bereits schon auf der Tastleiste, ne, zwei so kleine rote Symbole von den Audi-Recorder. Ja, und das geht mir langsam am Arsch. Ich habe nämlich ein eigenes, das Lil, beziehungsweise den Liedtext, was ich aufnehmen wollte, habe ich einen guten Kollegen versprochen, der macht die Musik dazu, beziehungsweise alles andere, Geräuscheffekte, bla bla bla, Chor singt dazu und was ich, und das geben wir jetzt ein bisschen auf die Eier, was heißt auf die Eier, jetzt kann ich den scheiß Audio-Recorder-Programm auswischen aus dem, wie heißt das schnell, bei der Systemsteuerung auswischen, den Dreck und mir ein Eier runterladen, aber ich will eins, was gratis ist, ich hab da einen vollen Beil, komplett im Beil, und da habe ich schon das Mikro, oder? Da hätte ich schon gehabt, ob draus da auf, hätte ich einiges gepostet, hätte ich zum Beispiel gesagt, ja, ein Druckstein, wie Leute lauten, ein Druckstein, der Goschen, der Pullover ist nicht gewaschen und ich liege in einem Regal wie ein hinniger Wal. Strophe 1. Strophe 2. Die Waschmaschine kann nichts dafür und auch nicht meine falschen Zähne. Ja? Ein Schulz an meine Revolverhände. Das ist staubgrau krepiert. Ich war Konzernbereichsleiter, hab 80 Mitarbeiter, hab Kopfgeld kassiert nachher noch. Stimmt, ich war ein Arschloch. Letzte Strophe, doch eines Tages taucht auf ein Lagerhai und pumpt mich voll mit Blei. Ja, was hab ich da geschrieben? Meine Revolverhand, nein, so, genau, meine Revolverhand waren zu langsam, drum verreck ich grausam. Mit einer Druckstelle der Goschen und der Pullover ist nicht gewaschen. Das war der Text, aber das scheiß Audioprogramm im Computer funktioniert nicht. Ich war Pech, jedes Moment, einen Tag freigenommen. Einen Freitag, extra freigenommen für die Aufnahme da. Ich sage, sobald ich diese Scheißkisten auftrage, ärgere ich mich grün und blau. Verschissen einmal. Na, keine Chance, setze mich sogar da her. Kannst klicken, was du willst, kannst die deppert klicken. Wir haben schon erst eh schon mal heruntergefahren, schließen, jetzt beenden. Das Programm reagiert nicht. Klicken Sie auf Abbrechen, um zu Windows zurückzukehren und den Status des Programms zu überprüfen. Okay, jetzt gehen wir auf Abbrechen. Aber der wird überhaupt nichts überprüfen. Ein Scheißdreck wird da überprüft. Na, das ist schon. Der Tag ist hin. Weil das Mikrofon wieder hat, das Lampal. Naja. Dann gehe ich wieder ins Mailprogramm rein, hoffentlich. Weil das dauert ja. Ellens lang, der Outlook Express. Express, muss man sich mal vorstellen, ja. Das, und jetzt siehst du, seht ihr es nicht, der Pfeil da, ne? Dieser Richtpfeil, und da immer so ein kleines, da geht immer so ein kleines Ringel, ne? Ich sag, Arschl-Rosette, immer der, geht nicht, geht nicht. Der ist ja halber gelähmt, der ist pflegeheimreif, der Computer. Horror! Na gut. Jetzt gehe ich die Kugel aus und so auf meinen Kaffee. Wie lange wird es noch? Ah, wie spät ist? 8.27 Uhr. Das bedeutet, ich fange mich immer strikt um 11:30 Uhr mit dem Bier saufen an. Das heißt, halber 10, halber 11, 3 Stunden, das drücke ich noch durch. Also, grüß euch dabei.